So, ich stehe hier im Stau oder stockender Verkehr. Hier tut sich erstmal nichts. Deswegen zu dir, Büro Timon. Du hast, glaube ich, was Interessantes zu erzählen. Okay, pass auf, geht doch ganz schnell. Stellen wir uns vor, wir haben zwei Bootcamp-Teilnehmer, einen Anfänger und einen Profi. Beide machen Kniebeugen über 60 Sekunden. Einer davon schafft es ohne Probleme, 60 Sekunden durchzuhalten. Und der andere merkt es ab Sekunde 40, brennt total, ab Sekunde 50, zittert total und kann die Übung gerade so beenden. Wer ist wer? Der Profi ist nämlich der, der die großen Probleme hat. Weil der Anfänger denkt, es geht darum, einfach 60 Sekunden durchzuhalten um jeden Preis. Der Profi hat aber erkannt, sich das Leben selber ein bisschen schwerer zu machen durch technische Merkmale, die von Übung zu Übung natürlich variieren. Verurteilen wir aber nicht den, der die letzten 10 Sekunden der Übung richtig zittert und das fast gar nicht mehr hinkriegt, weil der hat erkannt, sich das Leben während der Übung ein bisschen schwerer zu machen, dass das Leben danach ein bisschen leichter wird. Das war es eigentlich schon. So, das war mal wieder sehr informativ. Vielen Dank, Büro Timon. So. Das Camp, das steht. Koordinationsleiter, Medizinbälle, Kettlebells. Philipp und Jana, ihr habt das Video geschafft. Lamball und die Superbands. Und Bänder, die sind dehnbar. So, da wird schwer und deswegen machen die Sinn. Und jetzt rate mal, was hier so ein Ding kostet. Philipp, was kostet das hier? 17. 20. Ja, ich finde 20 Euro, ey, für kriegst du ein Jahr Fitnessstudio für. Und das ist so super, weil damit kann man ganz viele Sachen machen. Hier, 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 Liegestütz. Das ist einfach super. Warum läufst du dich nicht warm, Philipp? Du hattest ja noch dran gehabt jetzt. Ja, aber nicht so, dass es hält, ne? Machen die sogar eine ganze Runde. Die machen eine ganze Runde. Ihr könnt denen entgegenkommen. Oder wir trinken noch schnell einen Tee. Ich habe schon das Gefühl, dass die Lichter heute ein bisschen dunkler sind als sonst. Ja. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Lichter dunkler sind schon? Ja, man blendet die mehr so. Ja, ne? Ja. Scheiße. So, einer durch. Superbands. Da. Die sind natürlich auch wieder dreckig. Superbands, ja, da müssen wir uns noch dran gewöhnen. Ist es noch ein bisschen ein Fremdkörper? Das ist ja jedes Equipment beim ersten Mal, ne? Die meisten Menschen ja auch. Feierabend. Tschüssi.